Hi Leute, willkommen zu Dragon Gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau, weil da kennt ihr ja schon alles. Unser heutiges Thema wird sein, ich habe mal überlegt, so einen Gehstock oder so ein, also ich sag jetzt mal so einen Stock oder Ast zu machen, wo so ein Schwert oder ein längerer Dolch oder sowas drin ist. Mal ein bisschen was anderes. Ich habe so ein paar Ideen, mal gucken. Ich hoffe mal, das Thema wird euch gefallen. Dann sehen wir uns, bleibt dran. Wir sehen uns. So, dann fangen wir mal an mit der Planung. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich war im Baumarkt, habe mir zwei Rohre geholt, die ineinander passen. Das eine ein bisschen länger, ne? Mal gucken, weiß noch nicht. Da dachte ich so, vom Grifflänge ist das okay. Das passt auch hier mit rein, ne? Weil ich mir nämlich überlegt habe, das soll ich auch ein bisschen halten. Vom Griff her denke ich mal, ist das auch gut. Ich weiß noch nicht, vielleicht säge ich hier oben auch ab oder mache noch irgendwas drauf. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird das auch ein Gehstock. Dann habe ich hier noch einen 3 mm Kernstab. Der würde, ich sag jetzt mal, von der Länge locker passen. Allerdings, der wabbelt mir zu sehr. Ich denke mal, dann stehen so auf 50 oder so kurz. Weiß es noch nicht. Also wird das mehr oder weniger dann vielleicht nur so ein Messer. Mal gucken. Da bin ich noch am Überlegen. Dann habe ich mir überlegt, und zwar muss das ja auch hier in der Truhe noch mit rein. Dann werde ich quasi 3 mm Matte nehmen für die Mitte, dann 6er außen. Dann muss ich natürlich gucken, dass das Ganze nachher auch in der Truhe reinpasst. Ob das nachher so richtig hundertprozentig kampffähig ist bei der Dicke. Naja, müssen wir mal gucken. Und will dann quasi, Entschuldigung Leute, das dann hier an der Stelle auf die Grifflänge, will ich das dann dicker machen und dann quasi so anpassen, dass ich das hier drin verkleben kann. Das außen wird dann, kommt nochmal eine Dreiermatte drüber, damit wir dann eine schöne Holzoptik oder Metall oder was auch immer machen können. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann später aussieht. Also soweit der Plan. Dann würde ich sagen, dann fangen wir erstmal an. Wir werden das Ganze hier erstmal was kürzen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich da überhaupt dann messe. Wie gesagt, das Ding kann man ja. Sag mal, machen wir mal so eine Klinge dran, so ungefähr. Den guten alten Fuchsschwanz. Und sägen das mal hier so ungefähr auf der Länge ab. Nein, zack. Das können wir mal behalten, das Stück. So. Das geht danach auch hier rein. Wie gesagt, ich bin noch am Überlegen, ob ich den oben so dick lassen soll. Weiß ich noch nicht. Für unten muss ich nochmal auch noch was überlegen, dass das nachher vernünftig. Können wir noch Musik mitmachen. Übrigens werde ich da auch eine Flöte bauen. Allerdings nicht mit dem dicken Rohr, sondern was dünnerem. Aber das nur so nebenbei. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich dann so hier rein. Von der Klinge her ist schon, ich sag jetzt mal, lang Dolch, so ungefähr. Wie gesagt, also für ein Schwert ist mir das dann nachher zu wabbelig. Das hier, das geht jetzt, ne? Muss man schon ein bisschen, wenn dann noch der Griff, also müsste ich dann in Grenzen halten. Ja, soweit der Plan. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze jetzt umgebaut kriegen. Ich würde sagen, das Rohr, das wollen wir ja, ich denke, das lassen wir so. Dann müssen wir noch ein bisschen hier das Klebezeug runter und werden das Ganze schon mal so ein bisschen anschleifen, damit dann nachher die 3 mm Matte da besser drauf hält. So, dann werden wir das Rohr jetzt auch noch machen. Aber da gucken wir jetzt erstmal, wie weit das Ganze hier reingeht. Weil wir wollen das ja noch relativ steif nachher haben. Ich war nämlich erst am Überlegen, ob ich da nicht so Neodym-Magnete für nehme. Aber wenn ich ehrlich sein soll, will ich das ohne probieren. Gut, das ist dann ein bisschen fester drin. Hab das jetzt relativ weit reingeschoben.
Mal gucken, wie weit das jetzt gleich drinnen ist. So, machen wir einmal mit dem Edding rundherum, dann wissen wir nämlich, wie weit das maximal rein, weil da soll dann auch keine Farbe drauf. So, oh, ist ein gutes Stück, weil ich hatte mir nämlich überlegt, wenn das Ding hier drinnen ist, muss man nachher hier nämlich noch eine Führung reinmachen, damit das da nicht so hin und her geht. Nur wenn das relativ hier fest ist und in dem ganzen Weit hier noch drinnen ist, brauchen wir innen nämlich keine Führung reinzumachen. Das macht die Arbeit nämlich dann um einiges einfacher. Also, hoffe ich. So, dann werden wir hier auch nochmal komplett drüber. Mit dem Klebescheiß hier, das ist auch ein bisschen blöd, aber der geht nicht so richtig runter. Und ich will jetzt nicht unbedingt mit Kleberentferner da dran. Ah, geht. Geht auf jeden Fall besser wie der andere Aufkleber. Jawohl, den haben wir runter, Leute. Kleiner Erfolg haben wir schon. Sieg. So. Dann haben wir das weitgehend schon mal alles vorgeschliffen. Mehr oder weniger. So. Wie gesagt, ich muss da mal gucken, wie ich das alles am besten mache. Aber ich muss sagen, so vom Griff her wäre das schon ja nicht so schlecht. Also die Länge ist okay. Ist zwar nachher ein bisschen blöd, weil das Teil kann ich nämlich nicht so wirklich lackieren. Das ist vielleicht auch noch nicht so ganz das Optimale. Da muss ich aber noch mal gucken, ob ich mir da. Vielleicht fällt mir da noch was anderes ein. Weil das mit dem Plastik, das sieht ja dann schon nicht so toll aus. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Was ich sage hier, vielleicht auch das Teil noch absägen. Vielleicht geht das dann besser. Da bin ich auch noch am Überlegen. Also quasi hier das hier. Ja. Obwohl, das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Machen wir auch direkt mal. So, schauen wir mal. Das Ganze habe ich jetzt abgesägt. Ist nicht ganz gerade geworden, aber ich will jetzt erstmal gucken, ne, ob das wieder das Netz hält. Weil hier oben das Stück ist jetzt nicht so schlimm. Mal gucken. Das geht jetzt wesentlich leichter drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt hier unten mal probiert. Ich glaube, das andere werde ich wahrscheinlich auch absägen. Das ist da nicht ganz so fest, aber das ist okay. Obwohl, naja gut, bei dem Griff ist schon nicht schlecht, wenn es vielleicht ein bisschen fester ist. Aber wie gesagt, das muss man hier so richtig reindrehen durch die Gummidichtung. Und ich hätte natürlich hier den Kranz weg. Ne? Also ein bisschen schon, aber nicht so schlimm. Ich glaube, ich säge das hier auch ab. Das ist natürlich dann nachher, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall muss ich das Stück hier irgendwie noch ein bisschen lackieren dann später, damit man das Plastik nicht so. Naja gut, müssen wir halt so machen. Dafür ist es ja ein Prototyp. Okay, jetzt haben wir beide Enden abgemacht. Oder Anfänger, können wir sehen, wie ihr wollt. Mal gucken. Jetzt ist natürlich die Linie ein bisschen zu lang, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Machen wir einfach nochmal eine neue. Ein bisschen entgraten muss ich dann auch noch, aber das ist ja nicht schlimm. So. Ja. Das scheint gut zu gehen. Also ich denke mal, ich werde erstmal den Griff machen. Da muss ich hier noch ein bisschen nacharbeiten. Noch ein bisschen entgraten alle Sachen. Also hier die Kanten hier. Und dann werde ich, glaube ich, erstmal die Klinge kleben, da ich den Griff schon mal quasi fertig habe und gucke, dass das reinpasst. Dann die 3 mm unten zumachen. Ich habe mal überlegt, unten kommt dann, ich denke mal, was dickeres Leder drunter, damit das ein bisschen länger hält. Ne? Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Schauen wir einfach mal. Ne? Und zwar bin ich jetzt hingegangen, habe das ganze Rohr jetzt mit 3 mm Matte eingerollt. Also einmal rundherum. Wie gesagt, rollt das jetzt nicht zu, weil das schon so schon relativ dick ist. Dann werde ich jetzt hier unten, kommt noch ein Proppen drauf.
Und dann werde ich da, denke ich mal, noch eine Lederplatte drauf machen. Hier, ich habe dann einmal quasi den Umfang gemacht. Ne? Also jetzt nicht mit dem Teil, was anderem. Hat dann ein Stück Dreiermatte für genommen. Waren dann 13,5 cm bei dem Rohr. Habe das dann auf der ganzen Länge gemacht. Hier fehlte dann noch so ein kleines Dreieck. Ich hatte aber hier oben noch Überstand. Da habe ich das hier einfach eingeklebt. Das hat gut funktioniert. Das Ganze muss ich dann noch ein bisschen schleifen. Wie gesagt, unten setze ich jetzt noch so ein Stoppen drauf. Dann habe ich schon ein paar Sachen mal vorbereitet. Das Rohr tun wir erstmal auf Seite. Brauchen wir dann gleich. Damit ihr seht, wie ich das hier quasi am Griff gemacht habe. Und zwar hatte ich dann erstmal eine Linie gemacht. Ja? Und habe dann die Breite quasi von dem Anschlagwinkel nochmal eine zweite Linie gemacht und habe das dann selbe quasi einmal diese Breite, ne, Linie gemacht, beide Seiten Paddecks, also einmal Rohr, einmal hier, und habe das schon mal so grob vorgeklebt. Dann brauche ich nämlich jetzt nur noch das Reststück machen. Mal gucken, hoffentlich reicht das. So ein bisschen ziehen muss ich da. So ein Millimeter mehr wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Natürlich habe ich schon wieder den Schraubenzieher oben vergessen, aber das kennt man ja bei mir schon. So. Da werden wir nämlich in der Zwischenzeit, wo wir dann andere Sachen machen, das hier schon mal einkleben. Dann hat nämlich schon mal antrocknen und dann fangen wir nämlich schon mal an, den Griff für die Klinge zu machen. Wie ihr hier vor mir seht, da habe ich ja schon ein paar Teile vorbereitet. Dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Also ich muss sagen, ich habe ja schon öfters mal auf so PVC-Rohren ein bisschen geklebt. Also mit Paddecks klappt das eigentlich ganz gut. Ein bisschen vorschleifen und dann mal kurz mit dem Lappen drüber gehen, damit da nicht so Staub oder sowas ist, ist schon mal nicht schlecht. Also wie gesagt, das klappt eigentlich ganz gut. Bin echt fasziniert. So. Also mit Heißkleber macht er das besser nicht. Das ist nämlich nicht so... so ganz das Optimale. Kann man auch machen, aber ist jetzt nicht so unbedingt die meine erste Wahl. So, das Teil tun wir mal auf Seite. Den Anschlagwinkel brauchen wir erstmal nicht. So, dann bin ich hingegangen. Hab mal so ein paar Teile genommen. Das sind zwei Sechsermatten. Das ist eine Dreiermatte für die Mitte. Ja, kennt ihr, normales Sandwich. Und dann nochmal oben drauf. Dazwischen kommt natürlich noch Leder. Aber ich gehe jetzt erstmal hin und habe dann schon mal was für den Griff gemacht. Weil in den Griff wollen wir ja, ich sag jetzt mal, den anderen Griff reintun. Da werde ich dann erstmal die 3 mm Matte einkleben. Kommt dann natürlich wieder ein Schutz rein. Obwohl prinzipiell bei einem Rohr jetzt hier in den Griff eigentlich nichts rein müsste, weil durch das Plastik geht ja sowieso nichts durch. Da könnte man das eigentlich vernachlässigen. Und dann kommen dann links und rechts, ich glaube, das ist 16 mm Plasterzote, kommen dann links und rechts drauf. Dann muss ich gucken, dass ich das dann so ein bisschen rund mache, damit ich das in das Rohr dann in den Griff reinstopfen kann und dann verkleben. Ja. Und anschließend werde ich dann die Klinge machen. Soweit der Plan. So, schauen, wie weit die Heißklebepistole ist. Wir könnten natürlich auch mal kurz gucken. Ich glaube nämlich, dass die Klinge ist relativ lang. Ich hatte hier übrigens auch eine Linie gemacht für den Griff von der Länge her. Weil der Teil wird nicht bis ganz oben bis zur Spitze reingehen. Will ich jetzt auch gar nicht. Aber auf jeden Fall weit genug. Ihr seht ja von der Länge, dass das einen vernünftigen Halt hat. So. Ja, bei der Klinge würde ich wahrscheinlich hier nachher ein bisschen abschneiden müssen, aber das ist einkalkuliert. So, fangen wir mal mit dem Ganzen an. Dann da ja wieder das Übliche. Erstmal wieder so ein Stück. Bei der 3 mm Matte müsste man ein bisschen gucken. Die ist so. Ein bisschen zäh zum Kleben, weil die so wabbelig ist. Also das heißt zäh. Müsst halt immer ein bisschen gucken bei der Dreier.
Bei der 10er ist dann ein bisschen einfacher. Aber das geht. Muss halt immer gucken, dass ihr auf Anschlag seid. Und dann geht das eigentlich auch ganz gut. So. Prinzipiell kann ich auch eigentlich das Innenleben hier mit Heißkleber kleben, weil das ja sowieso in den Griff reinkommt. Das ist halt eigentlich ja. Wie ihr seht, das ist auch mal wieder ein bisschen mal was Aufwendigeres. Vor allen Dingen mal wieder ein Prototyp. So. Machen wir dann noch einen Spitzenschutz rein. Prinzipiell, wie gesagt, das kommt ja in der Truhe rein. Ich tue das mal kurz auf Seite. Ein bisschen. Gucken wir mal, der Kleber ist schon gut angetrocknet. Müsste das eigentlich schon ganz gut gehen. Ich mache dann immer so ein kleines Stück und ziehe das noch so ein bisschen. Dann kann man das nämlich nachher besser dran drücken. So. Das ist nicht ganz gerade geworden. Aber das ist nicht schlimm, das kann man nachher noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist ein bisschen schief geworden. Zack. So, schon haben wir es wieder gerade. Ja, hier oben noch mal ins Gucken, wie ich das am besten mache. Wie gesagt, das Ding soll dann quasi hier rein. Ja, ihr seht ja, ein bisschen haben wir noch. Aber hier oben kommt danach auch noch ein Proppen drauf. Mir geht es halt darum, dass das teilweise hier noch drin ist, dass das genug Halt hat. Ja, damit die Klinge danach nicht da drin rumwabbelt. So. Das ist noch nicht ganz abgekühlt. Jo. Lass mal noch was abkühlen. Dann gehen wir hin. Obwohl, wisst ihr was, Leute, ich mache das auch mit Pattex. Das kann man dann angenehmer schleifen. Entschuldigung. So. Dann mache ich dann am besten direkt beide Seiten. Dann geht das alles ein bisschen zügiger. Legt das dann ein bisschen auf Seite, dann kann das schon mal antrocknen. So, das legen wir hier auf der Seite. Dann machen wir die Teile auch schon. Das da. Wie gesagt, ich habe dann echt überlegt, ob man das dann da mal gucken. So, das lassen wir erstmal noch. Legen wir mal hier hin. Schauen wir mal. Wir das hier. So ein richtig großes Stück brauchen wir da nicht für. Hier einfach mal da so ein Heißkleber rein und hoffen dann, dass das alles nach Plan funktioniert. Das halte ich jetzt mal gut fest, bis das abgekühlt ist. Dann muss ich auch so ein bisschen von oben drücken, dass das besser klappt. In der Zwischenzeit kann dann nämlich das Rohr bzw. der Griff dann schon mal antrocknen.
Dann können wir das nämlich gleich auch schon machen. Ich bin aber am Überlegen, ich glaube, ich werde da mindestens jetzt wieder aus dem Video zwei Teile machen, weil ich glaube, bei drei Teilen, bei einem Teil oder zwei, naja, mal gucken, vielleicht werden es auch drei, ich weiß es noch nicht. Ich muss uns gucken, wie aufwendig das wird. Ich denke mal, das wird noch viel Arbeit werden, das Ganze dann mit der Klinge anzupassen, dass das halbwegs gut reinpasst. Und dann bin ich halt noch am Überlegen, bei dem hier, das sieht ja dann hier mit dem Plastik kacke aus. Statt noch irgendwie eine andere Farbe oder so was machen. Da muss ich jetzt gucken, was ich da am besten mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ja, mal schauen. Theoretisch könnte ich natürlich auch hingehen und mache den Griff in der Dicke. Na, sieh, halt, probieren wir einfach mal aus. Zur Not können wir ja immer noch den. Das Teil hier nochmal irgendwie neu machen, wenn das nicht funktionieren sollte. So, gucken wir mal. So, schon haben wir hier unten das Ding zu. Ich glaube, ich werde da noch irgendwie was drum machen. Hier haben wir noch ein Stück Matte liegen. Das ist nicht schlecht. Das ist immer gut, wenn man so ein paar Reste noch hier so rumfliehen hat. Das Zeug braucht man nicht mehr. Bin auf Seite. Ich glaube, wir schleifen noch ein bisschen und dann machen wir rum. Dann sieht das nachher ein bisschen hübscher aus. Ich bin echt noch am Überlegen, ob das Ding wie so ein Stock noch wird oder ob ich das eher wie so ein Gehstock machen soll. Ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich werde dann hier noch so eine dickere Lederplatte drauf machen, damit das dann etwas besser hält, wenn man damit auch mal auf der Erde aufstampft. Ist eigentlich generell immer eine gute Sache, unten bei Stangenwaffen oder längeren unten noch so eine Lederplatte drauf zu machen. Passt jetzt nicht bei jeder Waffe, aber bei manchen Waffen ist das schon gar nicht mal so schlecht. So, machen wir jetzt hier Schnipp. So, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt tun wir noch ein bisschen anschrägen. Gott, da klingt es mal wieder irgendwie total stumpf. Ups, das war jetzt nicht so der Plan. Machen wir so eine kleine 45 Grad Phase rein. Dann können wir das nachher so ein bisschen schöner schleifen. Bisschen schlampig habe ich ja ein paar Stellen geklebt, da ist nicht schlimm, da kommt dann ein bisschen mehr Latex oder Flexiband drauf und dann ist das auch gut. Beziehungsweise könnte man jetzt schon ein bisschen Heißkleber da reinmachen, dann geht das eigentlich auch. Wie gesagt, da müsst ihr dann ein bisschen gucken mit den Abständen. Macht das jetzt mal ein bisschen mit Heißkleber. Kann man natürlich noch mit Pattex oder was ein bisschen dann drüber gehen, dann geht dann auch, obwohl das mit Pattex dann wieder ein bisschen scheiße ist, wenn er mit Latex pinselt. Das dann besser nur machen, wenn ihr das gut durchtrocknen lassen habt. Wie gesagt, ich habe hier nicht ganz so genau geklebt. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben sollen.
Aber das ist nicht schlimm. Das sieht man nachher nicht mehr, wenn die Farbe drauf ist. So. So, das sollte erstmal reichen. Dann hätten wir die Stange schon mal. Wie gesagt, hier unten kommt dann noch eine Lederplatte drauf. Hört sich toll an, oder? So. Dann haben wir das. Das legen wir jetzt erstmal hier vorne hin. Gucken wir mal, wie weit das angetrocknet ist. Oh ja, sehr gut. Das legen wir mal hier drauf. Da. Und dann drückt man das Ganze gut zusammen. So. Das Ganze. Schauen wir mal, ob wir das jetzt schon hinkriegen. Ich muss mal schauen, wo ich hier eine Kugelschraube liegen habe. Wahrscheinlich habe ich mal wieder alles runtergeworfen, wie üblich. Da fällt nämlich schon wieder das nächste runter. Natürlich habe ich jetzt wieder hier keinen Kugelschreiber, also nicht schlimm, nimm mal ein Edding. So, mal wieder alles runtergeworfen. Dann gucken wir mal, das mal hier so. Das Ganze. Drauf tun. Wie gesagt, ich will das natürlich jetzt nicht komplett dann so rund haben, nur dass das halt quasi hier reinpasst. Ne? Ja Leute, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal eine Unterbrechung. Werden wir zwei oder drei Teile, denke ich mal, aus dem Video machen, sonst wird das wieder viel zu lang. Ne? Ich will ja nicht, dass ihr einschlaft, auch wenn wir heute Sonntag haben. Dann werden wir im nächsten Teil dann den Griff anpassen, dass das hier reinpasst. Die Klinge kleben und das Ganze dann noch ein bisschen alles hübsch machen, gucken, dass das auch alles gängig ist. Und das Ganze dann entweder im zweiten Teil oder vielleicht in einem dritten, aber ich denke mal in einem zweiten, ja, vielleicht dritten, man weiß es nicht. Man muss mal gucken, wie lange ich für den Rest noch brauche. Und das dann machen. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal der grobe Grobbau für das Ding. Die Idee steht. Schauen wir mal, was draus wird. Ist mal wieder ein Prototyp und so was wollte ich schon länger mal gebaut haben. Und ich habe jetzt einfach mal Bock gehabt, mal ein eigenes Projekt mal anzugehen. Ne? Ab und zu tue ich auch schon mal Projekte filmen für andere Leute, wo ich Sachen baue. Aber das ist jetzt so ein Ding, das Ding baue ich jetzt einfach mal just for fun, weil ich Bock drauf habe. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Teil oder einer meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.